Kapitel 7 – Eine Welt des endlosen Feuers. Aus dem Tagebuch von Hüter Atkühl. Hüterin Tua wurde heute Morgen dem Magmarat vorgestellt. Die schweren Ketten, die eine Flucht verhinderten sollten, schleiften rasselnd auf dem Boden. Zu meiner Überraschung hatte sie von der Geschichte der Infiniten auf dieser Welt gewusst, lange bevor wir den Planeten erreichten. Bevor ich in den Kryoschlaf fiel, erklärte sie, erklärte mir Aufseher Elois, dass die Kapaku nur auf Auriga überleben könnten, wenn ich alles in meiner Macht Stehende täte, um bestimmte Stätten mit den Vulkanformern zu zerstören. Er drohte mir, uns alle zu töten, wenn ich jemandem von diesem Plan erzählte. Ich vermute, dass er mich auserwählte, weil mein Clan der Ausrottung so nahe gekommen war. Er wusste, dass ich nicht zögern würde. Alles, was ich getan habe, tat ich für die Kapaku. Während der Rat noch schweigend seine Überraschung verarbeitete, verbreitete sich die Nachricht über die Gräueltaten von Aufseher Elois wie ein Lauffeuer in der Stadt. Wenn Aufseher Elois keine leeren Drohungen gemacht hatte, würden die Offenbarungen des heutigen Tages uns zum Tode verdammen. Vielleicht hat er aber Hüterin Tua auch angelogen, um sich ihre Kooperation zu sichern. Was auch immer der Fall sein mag, dieser Betrug hat die Kapaku wieder vereint. Der Tempel unserer Retter wurde geplündert und niedergebrannt. Niemand würde den Infiniten jetzt noch in Schutz nehmen. Die Kapaku lassen sich von niemandem als Werkzeug missbrauchen. Und wir werden auch nicht die Henkersknechte sein, die die Fremdwesen auf Auriga hinrichten. Viele dieser Völker werden durch die kranken Experimente der Infiniten entstanden sein. Diese Welt ist ihr Geburtsrecht. Sie haben sich ihren Platz hier durch ebenso viel Leid und Verlust verdient, wie wir auf unserer eigenen Welt erleben mussten. Wenn wir eine Zukunft haben wollen, müssen wir gemeinsam einen Weg finden und hoffen, dass wir gemeinsam den Winter überleben. Zuerst müssen wir uns jedoch um einige dringende Angelegenheiten kümmern. Eine gründliche Durchsuchung von Aufseher Elois Zimmern hat die wahren Pläne des Infiniten offenbart. Auriga soll in einer riesigen Lavawelle gereinigt werden. Und unsere Vulkanformer sollen die dazu notwendigen Ausbrüche auf dem ganzen Planeten verursachen. Alle Beweise der ehrlosen Vergangenheit der Infiniten wären ausgelöscht, ebenso wie alles Leben auf dem Planeten. Auch die Kapaku würden nicht überleben. Wir müssen Aufseher Elois aufhalten.